Hallo ihr Lieben, ich bin's Ben. Bevor der neue Vlog der Summer Tour jetzt gleich startet, muss ich euch leider noch etwas mitteilen. Erst einmal möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, um euch zu danken, dass ihr so fleißig die Videoreihe verfolgt und mir so viel positives Feedback gibt. Das bedeutet mir echt viel. Aber jetzt zum Wesentlichen. Die Sprachaufnahmen in diesem Video werden teilweise leider nicht die Qualität haben, die ihr von mir gewohnt seid. Vor Ort in Amerika hat sich durch einen dummen Vorfall automatisch etwas an den Einstellungen meines Mikrofons verändert, was ich leider erst viel zu spät bemerkt habe. Dadurch ist meine Stimme leider schlechter zu verstehen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das selber ärgert. Im Nachhinein lässt sich dies leider nicht mehr rückgängig machen. Die Aufnahmen waren ja leider schon im Kasten. Ich habe trotzdem versucht, noch das Beste aus den Stimmaufnahmen rauszuholen. Einen Unterschied zu den anderen Videos hier auf dem Kanal hört man natürlich trotzdem. Es tut mir wirklich unendlich leid. Ihr könnt mir glauben, dass ich selber mehr als frustriert bin. Gerade weil ich von meinem Traumziel berichten möchte und die Technik da nicht mitmacht. Ich habe wirklich überlegt, was ich machen kann und ob ich euch diese Videos überhaupt zumuten kann. Aber die Tour hat mir vor Ort so viel Spaß gemacht und das möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Zum Glück sind nicht alle kommenden Videos davon betroffen. Dieses und einige weitere Vlogs leider schon. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, mich einigermaßen verstehen und habt trotzdem Spaß mit den Videos, in denen ich echt viel Arbeit stecke. Wichtiger als mein Gerede sind doch eh die Attraktionen, oder? Und da ist der Ton ganz normal. Also noch einmal sorry dafür, es ist aber leider so, wie es ist. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Liebe Grüße, euer Ben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei der Funtime Arena. Heute geht es zu den Funsports hier in Orlando. Und auch endlich nach Venice, denn wir beginnen diesen Vlog mit Grossalien. Moritz hat schon ausgepackt, wo wir genau sind, was wir hier essen und ob es uns schmeckt und was wir bei den Funspots machen, das seht ihr gleich beim Intro. Viel Spaß! Willkommen im Video. Mein Gott, wir sind bei Wendy's. Eins habe ich mir gewünscht, wenn wir nach Amerika fahren. Ich möchte einmal zu Wendy's und wir sind jetzt bei Wendy's. Und hier gibt es auch einen Freestyle-Automaten, den wir auch hier von uns kennen. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen bei Five Guys und was gibt es das. Hier mit ganz vielen unterschiedlichen Sorten. Nicht nur Cola, Fanta, Sprite und Powerade, sondern es gibt Ginger Ale, es gibt, hier, wie heißt es, Dr. Pepper? Ich habe jetzt Dr. Pepper. Es gibt hier sogar Dr. Pepper mit Erdbeer. Total krank. Und Burger. Burger Patties, die viereckig sind. Das ist für Unschikarussell. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, mal hier zu sein. Und ja, heute schmeckt schon mal geil. Wir haben direkt mal so zwei Klopper geholt. Einmal den Baconator mit Bacon und noch mehr Bacon und noch mehr Bacon und irgendwie den anderen Burger. Ich pack mal aus und dann zeige ich euch das mal. So, als erstes haben wir hier den Baconator. Guck mal, hier ist so ganz viel Bacon drauf und irgendwie so Zwiebelzeugs und wie ihr seht hier viereckige Burger Patties. Mega heiß, mega fettig, scheiß drauf. Das war einmal in Amiland, mindestens in diesem Jahr. Habt ihr schon reingebissen? Wie schmeckt euch der Burger? Ja. Ein bisschen klein, oder? Aber über Meckes. Echt genau so? Naja, ich probiere jetzt auch mal. So, ich halte jetzt einfach mal rein, ich habe euch in der Hand. Kommt besser als Meckes, aber so, ganz mal. Das sollte auch rund an die anderen. Mhm. Außer erstmal eine andere Soße drauf. Naja, frisches Fleisch, oder? Nee, frisches Fleisch schmeckt es schon. Ja, ja, das ist sehr, sehr fettig. Das ist sehr, sehr fettig, aber schmeckt auch richtig geil nach Bacon. Das sind auch tausend Ideen, die von Spaß haben. Ja, stimmt. So, aber nicht so eine coole Burgerkette wie Wendy's. Lass mir das nicht kaputt machen. Die esse ich mal schön auf und dann esse ich noch den zweiten auf. Natürlich, und dann geht er jetzt auch gleich mal zu sehen. Weiter geht's mit dem zweiten Burger. So, ganz viel Käse,
ganz viel Zeugs drauf und ja, ich beiß jetzt auch einfach mal rein. Ja, schon eine ähnliche Big Mac Soße irgendwie. Schmeckt aber auch geil. Ich finde halt das Fleisch irgendwie geil. Und die Soße von diesem Böckinette, den ich davor gegessen habe, war voll geil. Da war irgendwie so was Süßes noch dabei. Und dann diese ganze Käse und diese crispy Zwiebeln. Waren halt cool. Ja, gut. Wir essen jetzt auf. Und dann geht es gleich auch noch schon zum Funspot. Denn da, deswegen sind wir eigentlich unterwegs heute. Und ja, hier muss auch noch ein bisschen was sein. Denn hier gibt es so viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Wenigstens eine will ich mal probieren. So, liebe Leute, fertig gegessen und wir sind schon weitergegangen, ja, beziehungsweise haben uns mit Uber hier hin verlassen zum ersten Transport und küssen die. Ja, hier warten ein paar Achterbahn auf uns. Kann man sagen, das ist so, ja, Luna ähnlich. Man kann hier wohl alle Attraktionen einfüllen sozusagen. Und wie ich das verstanden habe, gibt es aber auch so ein Luftband oder sowas, wo man dann alles irgendwie mitfahren kann. Weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht, was es hier alles gibt. Ich weiß halt nur, ich glaube, 3 oder 4 Achterbahnen gibt es hier. Eine steht schon hier vor uns. Ein Spinning-Kurs, ein Spinning-Wittemaus. Aber es gibt auch noch was Interessanteres als so eine Spinning-Maus. Zum Beispiel da hinten, der Silberstein Bruder, da ist schon da gibt's ein Haus auf der Bahn, die wohl, ja, ein bisschen anders ist, als das, was wir gewohnt sind. So, welcome, Funspot America Theme Parks. Okay, also wir gehen jetzt rein. Aber ja, gucken wir mal, was wir hier alles erleben. Es wird übrigens nicht die einzige Funspot sein, wir werden heute zwei besuchen. Wenn alles gut geht. Und ja, hier hat man auch wieder in der Mitte einen See angelegt und ich bin auch hier bei dem Disney-Bad. Da ist ja auch immer so viel mit Seen. Und ich sehe gerade da hinten auch eine Arcade, eine Arcade, wo man so Spiele spielen kann, wo man dann halt Tickets mitgewinnt und dann sich da irgendwas ausruhen kann. Also das ist halt so typisch Amerika. So. Ich bin auf dem See gebaut, dieses Dinger kommen wir noch auf dem letzten Jahr von der Summertour in Frankreich. Da können wir auch irgendwie reinhaken. Da wird es nach oben gezogen und fliegt ja einmal drüber. Da haben wir sagen lassen, dass das hier dieser größte, längste, höchste Skycoaster ist, den es auf der Welt gibt. Oder generell in Amerika. Oder aber auf der Welt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Dann hier so ein Teil, hier ist wohl auch in Amerika die Sonne am Meer. Das ist bei uns gar nicht. Aber ja, wir werden uns das alles angucken, was wir gerade die Abwehrbahn können, aber mal gucken. Mit Immersion. Ich bin sehr gespannt. Hinten, ganz hinten sind wir vielleicht noch, da hinten gibt es ja so eine Go-Kart-Bahn über mehrere Etagen. Und ansonsten ja, gibt es hier viel zu essen, viel zu trinken, wie man sehen kann. Da ist viele Häuser, Kofferkäse da hinten noch. Ja, und wir kommen jetzt erstmal an und gucken uns an, was ist hier alles für Bücher, alles finden. Und das auch alles fahren können. Ich würde sagen, starten wir den Tag oder in den Abend. Denn wir haben heute schon später, wir haben bis 12 Uhr auf, also haben wir da auch ein bisschen Zeit. Und das Gute ist, je später es ist, desto kühler wird es natürlich. Das spielt uns natürlich auch so ein bisschen mit Tag.
Seite gegangen, nämlich hier neben gibt es halt auch noch so einen Park, so einen Luna Park, der Ultra und so das. Und ja, hier ist gerade hier eben so eine Autoshow. Hier ganz viele Autos rum, die präsentiert werden. Ich habe gerade so drei riesen Trucks für Zugmaschinen gekommen. Von der Firma Mack. Auch cool. Und das ist ein Lowrider. Der kann so ein bisschen hüpfen hier. Auch cool. Ja, also richtig cool. Warum sind wir jetzt erstmal hier weitergegangen? Ganz einfach. Hier hinten steht noch eine Achterbahn. Und das hat nichts mit dem Park da hinten zu tun. Das ist einfach die Straße. Das hat damit nichts zu tun. Das ist immer so cool selber. Und hier steht auch noch eine Achterbahn. Also praktisch die vierte. Und das machen wir jetzt als erstes, weil hier sonst nicht viel ist. Ich kann es euch kurz zeigen. Da ist die Achterbahn. Fahren wir dann und dann gehen wir wieder rüber. Und dann da sind dann einmal die anderen Fahrgeschäfte und ja, drei weitere Achterbahnen. Die kosten entweder 10 Dollar oder 5 Dollar. Und für 59,90 Dollar kriegt man so einen Pass. Oder halt für 69,90 Dollar, da können wir halt mit dem Skycoaster fahren. Ich glaube, für mich lohnt sich das nicht, so einen Pass zu kaufen, unlimitiert fahren zwar, aber ja, es wäre einfach zu teuer. So. Da geht's los. Da steigen wir jetzt ein. Paragon heißt die Achterbahn und ja, da gab es gerade mal einen Nacken Klatscher. Also da hat mein Nacken gerade mal so ein bisschen Knack gemacht in einer Kurve. Was das für ein Gerät ist! Also dieser First Drop, der geht nicht gerade runter. Schon wenn er kurz hier vorne, wenn er runter geht, dann knickt der nochmal so ein bisschen ab. Und dann, ja, diese Kurve, die da oben kommt, der sitzt vielleicht, die ist irgendwie sehr, sehr eng. Man hat da nicht mehr so viel Speed.
Aber doch schon. Boah, mein Nacken hat gar Knacks gemacht an der Dienstag. Aber das war für mich auch einfach zu blöd. Sag mal, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ja, also extrem schlimm ist es nicht. Aber für Leute, die halt sagen, warum nimmt der Olympia-Looping noch mehr als 10 Euro oder weiß ich nicht. Also, ne? Die Kiste hat jetzt auch 10 Dollar genommen. Also. Die kostet alles 10 Dollar. Ja, außer als für die Kiste. Richtig. Sag mal was zum Hersteller. Was war das? Wer war das? Ein Smiler. Die machen nur so Schubsen, ne? Ja. Siehst du, okay. Ist so ein bisschen wie das von Zira, ja. Aber die Züge sind halt immer meistens so mit dieser offenen Achse vorne. Ja. Das ist halt voll geil. Ja. Und du hast halt mega viel Platz da drin. Also, das auf jeden Vielleicht Fall. Bei den Kinderversionen ist nicht mehr richtig. Kann ich mir denken, ja. Aber ich finde halt auch hier diese Wellen, die halt im Track sind, finde ich ganz cool. Und es ist halt ein sehr kompaktes Layout, ne? Richtig schön. Ja. Ja, cool. Also, 1 von 4 ist schon gefahren. Heute ist Tag der Lasagne. Oh, das heißt, müssen wir jetzt noch was essen nach dem Burger? Ja. Eine Sandy. Nee, ja. Wer hat das gesagt? Eigentlich will sie es. Wir müssen nicht zugeben. So, okay, wir machen weiter. So, wir sind jetzt zurück hier am Sponsor im Transport. Ja, und wir sind ja gerade vor der Go-Kart-Bahn, die richtig, richtig krass ist. So eine große Anlage habe ich irgendwie noch nie gesehen. Die waren mir auch mit, dass man hier eine 32 Grad gebänkte Kurve halt hat. The World Staples Go-Kart und eine 32 Bankdrop. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wird hier auch irgendwie eingerannt. Und die fahren auch richtig ordentlich hier, richtig schnell. Da hat auch mal eine Option, noch mehr zu fahren. Auf jeden Fall mehrere Etagen und dann halt hier diese komische Kurve da. Bisschen ordentlich. Ja. Aber was auch ordentlich ist, das ist wahrscheinlich die Startbahn, die wir fahren werden. Ich glaube, von hier aus sieht man so gut wie nicht das Element, was auf jeden Fall krass sein wird. Denn nicht nur MC baut Holz, Wooden-Coaster mit Inversion. Und diese Holzachterbahn, die älter ist als jede RMC-Bahn, hat auch eine Inversion. Also ich sehe jetzt bisher eine Inversion, ich würde wahrscheinlich vielleicht noch mehr, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber es sieht ultra interessant aus und ich freue mich gleich auf jeden Fall auf diese Fahrt. Also wir stehen jetzt hier vor Mindblower, von A Gravity Group, eine Achterbahn mit Inversion. Wir nehmen das jetzt gleich mal mit. Achtung! Geiles Teil. Vor allem, wie ich das hier so genau den Leuten so entgegen so dreht. Richtig geil. Ist natürlich richtig präsent, genau dieses Element. Ich habe gerade so kleine Tribüne aufgebaut, damit man hier so gucken kann. Das Geile ist, dieses Element ist natürlich genau über der Station da. Ne? Mega geil. Und ansonsten, ja, auch sehr steil geneigte Kurven und ja, wie gesagt, also ich muss gleich vielleicht mal nachgucken. Die Achterbahn hat auf jeden Fall schon ein paar Jahre, glaube ich, auf dem Buckel. Und also es ist halt nicht so, dass nur MC solche Bahnen mit Inversionen baut. MC ist natürlich der Erfinder von den Track-Verfahren, also von dem Schienenlayout, von dieser Schiene, von dieser neumodischen Schiene. Aber Holzachterbahn in Kombination mit Stahl gab es auch schon vorher, wie man halt hier an diesem Beispiel hier sehen kann. Und mich hält jetzt lange nicht mehr. Ich muss das Ding auch erfahren. 10 Dollar kostet der ganze Spaß, wie gesagt. Alle großen Bahnen 10 Dollar. Und sonst 5 lange Bahnen. Und das ist so eine geile Bahn, wie das aussieht. Es wäre halt schon das Geilste, wenn jetzt dahinter oder vorne noch so ein Meer wäre, also ein See wäre. Wenn man da so drauf gucken könnte. Das wäre halt, glaube ich, noch der perfekteste Spot für diese Bahn. Naja, wenn eben so wie es kommt, ist auf jeden Fall jetzt schon mal sehenswert. Aber ob sie sich auch gut fährt, das erfahren wir jetzt gleich. Ich fahre eine Runde und viel Spaß mit dem Onride. Thank you.
war das auch nur ein Satz mit X. Leider konnte ich euch kein Online-Test geben, weil es nicht erlaubt ist, Kokos mit reinzunehmen. Das muss man akzeptieren. Ich finde das ein bisschen schwach irgendwie. Gefühlt ist ja der Bügel so halb auf. Das ist kein Problem. Aber GoPro mit reinnehmen, nee. Auch wenn das hier am Chessmont 30 Leuten sind, nicht. Also, so, erstmal für alle unter euch, ne? Wenn noch irgendjemand zu mir kommt und sagt, Bandit schlägt die Sau, der kann sich gerne vor mir präsentieren, ja? Der kriegt von mir eine gewatscht. Also ganz ehrlich, das Ding, das rappelt und schlägt wie die Seuche und macht trotzdem noch ein bisschen Spaß. Aber, also das Ding ist, anders Preis. Ich meine, gut, wir sind in England schon einige Bahnen gefahren, die halt wirklich rappelten und pappelten und paar. Da reiht sich das auch irgendwie ein. Das Element, das am wenigsten geschlagen hat, war wirklich hier diese Türen. Aber es gab da so ein paar Kurven und so ein paar Bunny Hops. Die waren richtig übel. Also die waren richtig übel. Zum Glück sind die Sitze so ein bisschen gepolstert. Also wir sind jetzt einmal gefahren. Und ich glaube, das war schon. Also ich wollte das irgendwie nochmal fahren. Es sieht schöner aus, als es dann gestört. Ja, in Schweden sind wir in Grönland auch so eine Bahn gefahren, natürlich ohne Inversion. Übrigens, das ist wirklich die einzige Inversion. Besondere auch noch an der Bahn ist halt, erstmal ist der Zug relativ kurz und das Bügelsystem. Ihr habt halt so, ja, so halbrunde Bügel, die von außen zu euch geführt werden. Und wenn man halt etwas kühler ist, dann schiebt dieser Bügel nach außen halt so ab. Und das ist ja auch sehr lustig auch, weil der dann halt so hier im Bauch so halb hängt, aber die andere Hälfte des Bauches ist dann halt irgendwie frei. Ja, also, können wir abwarten, haben wir 9 Korn mehr, aber alles andere kann man auch vergessen, für mehr reicht es nicht. So, ich habe jetzt eben für jede Bahn hier so eine Karte gekauft und ich dachte, ja okay, das ist ja dann einmal ein Ticket für eine Achterbahn, aber nee, das kann man immer wieder aufladen. Hätte ich also nur einmal machen müssen, so. Jetzt wollte ich gerade mit Morse und sagen, ich hätte keine Kinder auf der Bank fahren. Jetzt hätte ich natürlich kein Geld drauf. Und Morse und sagen, sie ist ihre Karte jetzt vollgeladen. Jetzt durfte ich nochmal zu einer Kasse gehen. Mittlerweile ist abends geworden. Alle Leute wollen hier hin. Das heißt, alle wollen diese scheiß Karten haben. Also steht man da jetzt die Scheiße ein, um diese Karten aufzufüllen. So, wir können aber gar nicht mehr so lange hier bleiben, weil wir noch zu einem anderen Transport wollen. Deswegen würde ich sagen, der Kiddie-Coaster macht bestimmt vom Namen alle Ehre. Wir fahren einfach jetzt auf den Kiddie-Coaster. Also, rein da. $5 für den Scheiß. Ja, wir sind hier mit gefahren und auch hier durften wir jetzt keine Anreiz machen. Schade, auf dem Kiddie-Coaster. Also der zieht ja ordentlich an, wenn der losgeht, dann kriegst du erstmal einen Ruck. Und ja, gefühlt auch sehr steil. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn ihr hier diese Helix macht und ihr fährt dann da hinten durch. Da gibt es nach oben, da wieder so, kommt wieder so ein Hügel, aber oben ist dann halt die Schiene. Da muss man sich wirklich ein bisschen ducken, weil ich hatte echt Angst, dass ich dann mit dem Kopf da oben gegen bin. $5, 2 Runden, mega teuer. Und da muss jedes Mal hier, jede Achterbahn, jeden Wagen mit der Hand immer zumachen. Mit dem Hebel und auch wieder öffnen. Ja, naja, also, gefahren, Count ist da, leider für euch kein Online, tut mir leid. Heute wird ein bisschen so durchgesportet, ihr seht, ihr merkt, nicht so viele auf Impressionen, das haben wir heute auch. Aber das hier ist auch so ein kleiner Kinderbereich, hier darf man eigentlich auch nicht da vorne. Ihr seht hier noch diese Fliegeteile, die man noch fahren kann, dann hat man hier ein kleines runtergerocktes Pfannehaus von Scooby-Doo. Wo man halt einfach mal so ein bisschen durchlaufen kann, da ist ein kleines Bällebad innen drin, oben noch so eine Brücke. Ja, mehr ist es nicht. Und ansonsten hier noch diese kleine Wippe, die wir noch haben. Eine Rutsche, die da hinten lang geht. Und hier dieses kleine Karussell. Ja, das ist alles, was hier in diesem kleinen Kinderbereich steht.
So, ich höre jetzt auf mit Labern, denn jetzt ist die Achterbahn gleich voll und dann kann ich hier nochmal kurz ein paar Aufnahmen machen. Wie gesagt, besonders toll ist es nicht. Ist halt mal ein anderes Layout für so einen Kindicoaster, nicht das, was wir halt in Europa halt in jedem kleinen Park stehen haben. Aber ansonsten war es das halt auch. Mehr cooler als ich gewöhnlich. So, ja, Moritz und Sarah wieder getroffen. Yes. Du bist ja mit diesem Ding gefahren. Wie nennt sich das? Also, das ist von Chance, ja. Aber das ist halt irgendwie in Amerika so ein bisschen üblich, ne? Also wir sprechen hier von dem Teil. Da hinten. Wo wir schon auch davor standen. Und welcher Park in Deutschland kriegt das jetzt auch? Okay. Das ist so ein bisschen interaktiv, weil man das selber so ein bisschen bewegen kann und dann ein bisschen so ausschwingen kann. Also ich habe das auch nur auf dem Artwork gesehen. Das ja. Sieht aus, wenn das genau so hat, nur dass dann den Turm noch hochfahren. Okay. Und war gut? Kommen wir mal schauen. Ja, dann machen wir. Für 5 Euro. Also da habe ich im Wartebereich noch einen Amerikaner Deutsch beigebracht. Ach cool. Was wollt ihr wissen? Der hat zwar was die Gedichte heißt. Zwar da, aber so schlecht. Und ob wir das Ganze filmen dürfen oder nicht, egal, ob jetzt die Bezweifel, weil wir bis auf die eine Bahn wieder eine Auffahrt können, ist ja noch nicht filmen dürfen. Wir gehen uns nur, wenn nicht, dann ist es so. Aber wenn wir wieder raus, die müssen wir auch nicht fahren. Das ist ein Kind. Was ist denn für ein Bulle? Wir haben uns schön verteilt auf der Achterbahn in der Gondel und haben uns schön richtig gespinnt, so muss ich mal zeigen, wenn man halt schon eine Transportmühle fahren muss. Also wie gesagt, ich werde mir den nicht mehr freuen. Ich finde die halt mega langweilig. Die Tracks sind immer alle gleich und ja. Okay, so, aber der Korn ist da, ole ole. So, jetzt schaut euch mal an, wie schön das hier ausschaut. Guck mal hier, oh, da kommt er gerade runter. Ihr seht wahrscheinlich fast gar nicht, aber jetzt fliegt er hier einmal rum. Da ist er. Oh Gott, ich würde es nicht machen, nicht mal für 1 Million Euro. Aber es ist natürlich, das ist natürlich für mich das Highlight, ne? Juki, also Transport abgehakt, alle Counts und Terror Spaß.
man muss auch ganz ehrlich sagen, man ist wieder schon. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt hier schon so ein Freizeitpark, Wunderpark. Man sieht es halt auch, es ist auch ein anderes Klientel wie in Disney. Wo man halt vielleicht schon mal eher Amerikaner mit der Familie auch hinkommt, weil um ein bisschen Geld zu sparen. Aber auch selbst dafür ist der Park richtig teuer, finde ich. Wenn man das jetzt mit Malcolm zum Beispiel vergleichen würde. Aber ja, die gönnen sich hier. Geiles Teil, jemals ein Monster Truck, kann man sich schön vorstellen, als Fotospot nutzen, sehr cool. Ja. Möglichkeiten, normale Sachen, überall im Essenzentrum und was gibt es natürlich auch, Kappenkerne, Popcorn und so weiter. Guck mal, ich bekomme den hier Karamellkorn, das kostet $5.99. Cotton Candy Small $4.99. Ich kenne, ja, kein Lob. Ich kenne in Deutschland Freizeitparks. Das kostet Zuckerwatte, also nur einen fucking Euro. Na ja, gut. Wir sind nicht in Deutschland, Ich sollte euch nicht immer alles genau verlassen. So, wir steigen jetzt in den Uber ein und wir sehen uns im nächsten Transport. So, bevor wir so wirklich abhauen, vielleicht hier nochmal ganz kurz. Das ist der Eingang von Old Town, hier vorne. Gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zum Funspot. Da gibt es halt noch ein Riesenrad am Anfang. Dann hier dieses Funtime-Fahrgeschäft und das Slingshot. Von diesen Slingshots gibt es hier in Orlando sehr, sehr viele. Und es gibt ja irgendwie so eine... Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es gibt so eine Slingshot, wo halt die Leute reinweise so ohnmächtig werden, die so ein bisschen als Meme dient und es ganz viele Videos von gibt. Die steht hier auch irgendwo. Wir sind schon am überlegen, welche es genau ist, ob es die ist oder eine andere. Und das ist schön, das ich sehe da gerade. Senfeno Tacos. Seht ihr das? Ihr seht ja wahrscheinlich. Das ist eine ganz große Gitarre und das wird wahrscheinlich ein Taco-Restaurant sein. Oh, ich liebe sowas. So, ich wollte eigentlich nur sagen noch hier, genau, ich finde diesen Eingang sehr schön, wie so eine alte Jukebox. So, jetzt gehen wir aber wirklich, jetzt gehen wir und ich muss auch, weil der Uber ist da. Wir fahren zum nächsten Funspot und von da aus, ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt, melde ich mich. Bleibt dabei. Oder ihr schaltet ab. Ne, bleibt lieber dabei. Es kommen noch drei Coaster, wollen wir es dann schaffen. Und die Kinderbahn noch auf hat. Aber das sollte funktionieren. Hoffentlich. Maybe. Mal sehen. Eventuell. Mal gucken. Wir sind angekommen in Funspot Orlando. So, das ist jetzt wirklich Funspot Orlando. Es gibt Orlando. Kissimmee. Jetzt Kissimmee doch mal. Und Atlanta. Und ich glaube, am interessantesten wäre Atlanta, weil in Atlanta bald ein RMC-Coaster aufmacht. So. Haben wir jetzt nicht, ist jetzt nicht. Trotzdem haben wir drei Coaster stehen. Einen, den wir schon kennen. Nicht von dieser Tour, sondern von anderen Touren. Layout schon gefahren. Aber natürlich noch nicht hier. Und ohne viel Turnen. Wir haben noch eine Holzachterbahn mit Stahlschutzstützen. Und wir haben nochmal diese kleine Kinderachterbahn, die wir gerade eben schon mal gefahren sind. Die heißt hier Seepferdchen, auf Englisch. Ja, hier dieses Teil, der Scrambler hatten wir nicht in einem anderen Transport. Das Teil aber zum Beispiel schon. Auch geil hier diesen Bogen, den es da halt gibt. Kann man sich auch wieder so um... fallen lassen, wenn man das dann möchte. So. Ach guck mal, der sieht aber schön aus. Der sieht viel schöner aus als der eben. So, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal, ich glaube, zu dem ganz kleinen Kitty-Coaster. Fahren auf den Herz. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, 9:30 oder so. Wir haben bis um 0 Uhr auf. Und deswegen. Wir eilen uns jetzt erstmal, damit wir erstmal die ganzen Coaster fahren können, die drei Stück. Das ist nicht, wie viel da ansteht. Das ist nämlich wichtig, dass wir erst die Achterbahn fahren und dann vielleicht nochmal was anderes gucken. Ich kann aber, oder ich glaube nicht, dass wir noch viel weiteres machen, weil es relativ teuer wird. Hier können wir den Alligatoren angucken. Die sind da live am Start. So. Dann sind wir nach dem Kiddy-Coaster, der da vorne steht. Ja. Und wir haben noch ein Laufgeschäft, was natürlich viel schöner aussieht als dieses runtergeranzte Ding, was wir eben hatten.
da hinten. Das hat wenigstens der Front und ein bisschen Licht und so. Richtig nett. Also, auch dieses Happy Swing gab es auch in dem anderen Fahnsport. Ist auch ganz komisch, dass die zwei Fahnsports so dicht aneinander sind und dann der nächste erst in Atlanta. Aber gut, ist ja egal. Wir gehen hier jetzt rein, zum Achterbahn fahren. Guck mal, anderes Layout. Ist doch nicht die gleiche Bahn. Ist nicht die gleiche Bahn. Okay, gut, fahren wir mal. Komischerweise dürfen wir jetzt diese Achterbahn filmen. Die kleine Kinderachterbahn gehört jetzt gar nicht so ganz wie im anderen Park, aber ja, okay. Der Typ hat irgendwie auch zum Abfertigen ewig lang gebraucht. War auch nicht irgendwie bei der Sache. Wir haben jetzt bestimmt 15, 20 Minuten angestellt, nur wegen, es war nur eine Bahn vor uns. Deswegen fährt er nicht mal eine Minute und er ist einfach so ungefähr, er ist einfach unfähig, das Ding abzufertigen. Unfähig ist er aber auch. Tatsächlich als das kennen, weil er hat bei keinem jetzt irgendwie nachgeguckt. Das heißt, wir sind jetzt die Achterbahn umsonst gefahren und mussten keine 5 Dollar bezahlen. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Das wäre mal umsonst. Sowieso viel zu teuer hier, dann nehmen wir gerne mal mit. So, wir fahren jetzt gleich unsere nächste Achterbahn hier. Und ich wollte euch noch, guck mal, hier diese Enterprise zeigen. Ein sehr seltenes Stückchen. Denn diese Enterprise ist von Schwarzkopf. Und von Schwarzkopf gibt es nicht mehr sehr viele. Zum Beispiel in Verkauf ist noch so eine. Wir fallen mir jetzt am Kreiselplatz auch nicht mehr ein, wo solche Enterprise-Geräte von Good Old Schwarzkopf stehen. Bekannt eigentlich Schwarzkopf also auch für mitunter auch Achterbahn, Alpinerbahn und so weiter. Aber die machen auch sehr viele Kopfschleudern. Für mich eher so semi-gut. Ich mag ja nicht so gerne. Ist aber gerade auch außer Betrieb, als ich jetzt schwanger. So, wir sind bei der nächsten Achterbahn angekommen. Das ist hier dieser Family Suspend mit großer Aufnahme mitgemacht. Aber ich bin wieder rein. Und ja, vielleicht kommt euch das Layout so ein bisschen bekannt vor. Grönerhund hat das mit dem Namen Waffen. Da fliegt man halt immer noch so durch den Mädchenhaus durch und so. Ich glaube, Portland Park hat das auch mit diesem Dino-Thema. Und ja. Hier steht es auch ohne irgendwas anderes, ohne Thema, nur in Blau und in Gelb. So ein bisschen auf Schweden angepasst, also ein bisschen Bezug zum Brunner Lohn ist ja da. Wir fahren jetzt schon mal. Ich fand Thorsten damals im Brunner Lohn schon mega gut. Könnt ihr mal den Video gucken, wenn ihr wollt. Ja, vor einigen Jahren waren wir ja da auch auf Summer Tour. Und gerade auch hier diese Helix, die ist halt schon sehr, sehr eng und sehr intensiv. Es ist ein Family Coaster und sehr, sehr viel Spaß, wie gesagt. Ich freue mich, wir steigen ein und sitze auch hier wieder. Das ist ja immer so eine Sache, ob man jetzt filmen darf oder nicht. Ich gehe mal davon aus, ja, wir dürfen filmen, aber das kann schon. Also wenn nicht, tut mir leid, dann habt ihr nicht gleich bei. Da kannst du ja alle komplett vergessen, egal bei welcher Attraktion. Das sind alles voll die Drehtypen, also ganz ehrlich, kann man so blöd sein. Wie lange die jetzt aber gebraucht haben, um uns abzufertigen. Dann halten die da erst noch ein Pläuschen, dann gehen sie wieder nach hinten, dann gehen sie nach vorne, dann müssen sie nochmal die Bühne kontrollieren. Also so ein Scheiß. Und dann durften die Gruppe nicht rein. Das ist aber die große Frechheit. Ja, also, es ist eine schöne Bahn. Hinten raus, wie ich eben schon gesagt habe, in der Helix kommt da halt schon so ein bisschen Druck auf, aber ansonsten ist hier halt relativ langsam die Bahn. Ich meine, irgendwie so Kosten hätte da so ein bisschen mehr Power gehabt. Bin das jetzt aber auch schon länger ja nicht mehr gefahren, ist das schon ein paar Jahre schon her. Aber ansonsten an sich
schöne Anlage, nur ja, es steht halt hier irgendwie so nackig in der Gegend rum, ohne jegliche Thematisierung. Gut, das ist ja, ja sitzt ja auch drumherum, da ist ja alles andere ist genauso. Aber ja, diese Thematisierung tut dem einen oder anderen Writing halt immer doch schon mal gut. So. Und jetzt zum Abschluss dieses fantastischen Tages in diesem fantastischen, in diesen zwei fantastischen Parks werden wir jetzt die Holzachterbahn nutzen. Eine Holzachterbahn, die ihr kennt, von einem Park in der ganzen Nähe von uns, und zwar Proctor and the Pun. Ihr kennt vielleicht die Bahn Heidi the White, genau das gleiche Layout befindet sich hier. Nur, dass wir ja, auf den Holz ziehen, Holz und runter Stahl verbaut. Okay, dann ist das halt die gleiche Bahn, die ja eigentlich so sehr, sehr leise fährt. Und ja, wir fahren das jetzt auch, natürlich auch ohne Heidi und ohne so was. Nee, doch, mit Ride. Aber ohne Heidi. So, und da bin ich mal gespannt. Die ist hier ein, ne? Wo ist denn am Leine da rein? Wo ist das denn? Ach, das ist sogar das Logo. Mega great. Great Coasters International. Da vorne, da sieht man es. Ganz groß. Da, ein Ding steht dran. Great Coasters International. So, wir stehen hier rum. Ja. Wir stehen hier so rum, denn wir stehen an und ihr seht das. Ja, ich versuche euch einen Onride zu besorgen. Ich verstehe einfach mal hier diese. Also ich bin so abgefuckt von diesem Bums hier. Also hier dürfen wir jetzt filmen. Ich habe es jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen zugegebenermaßen heimlich gemacht, weil ich das nicht einsehe. Ja, aber vor uns haben die Leute mit dem Handy gefilmt, also in den Bahn vor uns. Und ja, das hat die jetzt überhaupt gar nicht gehört. Gut, also. Bisschen intensiver finde ich das als die Version in Belgien. Habt ihr Durchfall irgendwo auf dem Schnee? Ja, auf jeden Fall, wir sitzen hier auf die Version in Belgien. Aber ansonsten, Leute, es war noch eine Reihe frei. Die hat erstmal wieder verpackt abgefertigt. Ich werde derjenige, der in diese Reihe fahren gehen sollte. Da habe ich gefragt, ob ich in die First Row kann. Disneyland, ja, kein Problem. Also nein, geht nicht. Wir können ja, die Schlange ist so lang, da stehen vielleicht zwei Türen. Wenn die da ein bisschen schneller oben abfertigen würden, dann wird da auch nicht so viel stehen. Aber dann nein, wir haben so viele Besucher, die hier für Moving da Blub. Da muss immer in Bewegung werden. Ich so, ja, ist ja auch kein Ding. Nimm doch einfach die zwei Leute hinter mir, setz die nochmal rein. Und in den nächsten Zug bin ich dann der Nächste, der erst in der ersten Reihe. Und dann lächelt sie mich an, no, it's not allowed. Ich so, ja. Dankeschön. Also vorletzte Reihe jetzt gefahren. Also ich verstehe das ja, wenn viel los wäre. Es ist aber nicht viel los. Und wenn die jetzt einfach, ich hätte einfach den Typ mit mir selber fahren können, hör mal, willst du vorgehen, dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber so, also sorry, das ganze Konstrukt hier, das macht so einen unsympathischen Eindruck. Das Einzige, was da auch irgendwie so guten Schluss aussieht, ist hier diese Bahn. Ja, also, sorry, nee. Ein amerikanisch typisches Fahrgeschäft ist, ja, Twister, dieses Kremler, das ist krass. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit unseren Breakdancer, obwohl sich das ganz anders fährt. Man denkt immer, man fliegt irgendwie hier zur Seite raus und zieht es einen wieder rein. Sind wir auch in England schon gefahren, so ein paar Teile. Und da wir ja eben schon der Typ vergessen hat, hier zu
stimmt. Haben wir jetzt noch genau 5 Dollars drauf. Ist er noch am Rollfahrtchen? Ah ja, okay. Back muss auch noch hier. Ist ja eigentlich Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Ja, komm mal mit diesem Dings hier. Sarah! Einmal rauf, einmal runter, einmal zick, wo sind wir auch? Da. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Sieht schon richtig runtergerockt und gejuft aus. Genau, was der Ben braucht. So, rein mit dem Bums, in den Bums. Mit dem Bums, so. Wir sind online. Viel Spaß! Altes Fahrgeschäft. Dankeschön. Können wir mal machen. Es war schön, das Wetter außen ist natürlich klar, ne? Lass mal außen ein bisschen gedrückt. Und du denkst halt auch irgendwie immer, du fliegst ja irgendwie raus. Ich hab's im Angelbau schon ein bisschen intensiver gehabt. Aber ja, was ist das denn ganz nett? So, jetzt hier mal diese Schaukeln an. Volle Elle, volle Power. Aber auch noch nicht mal eine Minute, dann fängt das Ding wieder an zu stoppen. Ja, also, ich glaube, ich werde mit diesem Funspot nicht warm. Es ist zwar nett, was hier ist und dass es halt so irgendwie so ein bisschen Funfett-Charme hat. Aber ja, viel zu teuer, viel zu kurz, alles, Fahrprogramme. Muss man mögen oder auch nicht. Ich eher nicht. Also, wenn ihr es nicht unbedingt müsst und nicht kaufen müsst, kommt ihr nicht hin. Allein auch wegen den Crowns, 10 Euro für so eine Fahrt, nur mit, ist schon eine Frechheit. Ne? Ja, also, es ist auch nicht mehr viel zu sagen, ich glaube, meine Freunde, das ist der Schluss. Tut mir leid, das ist halt so. Es muss nicht und es kann nicht immer alles perfekt sein, es kann nur auch nicht immer alles schöne Fahrt oder schöne Informationen sein. Ich bin ja auch dafür da, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Und wenn ich das halt auch ein bisschen kacke finde, dann sage ich euch, ist kacke. Und ja, entweder ihr hört drauf oder ich sage ja auch immer, bildet euch eure eigene Meinung, kommt nach hier. Es kann auch sein, dass es jetzt so eine Momentaufnahme ist und es morgen weniger kacke ist. Aber die riecht schon ziemlich nach Kacke. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß hier bei YouTube. Bleibt mir gewogen, lasst ein Like da. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, denn morgen wird es den ersten Tag nach Buchstabens Tempo gehen. So, wir haben so eine kleine Achterbahn wie ein Grazi zum Beispiel auf uns. Ein MC-Coaster, das, was wir eben gefahren sind, im anderen Park, mit Inversion, Holzachterbahn, Stahlhybrid, in geil. So, das werdet ihr im nächsten Video sehen, deswegen auf jeden Fall abonnieren. Wir sehen uns, bis dahin, mal zu und halt mir die Treue und ja. Tschüssikowski, wenn ich sage, ne? Adiosi, Muchachos und Tschüsseldorf!